Ja, meine Damen und Herren, wir kommen heute zur 13. Folge. Und zwar bin ich jetzt unterwegs zum Steuerbeamten und ich hoffe, dass Sie uns folgen beim Spaziergang von Robert Walser. Erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, sagte ich frei und offen zum Steuermann oder hohen Steuerbeamten, der mir sein obrigkeitliches Ohr schenkte, um dem Bericht, den ich abstattete, mit gehöriger Aufmerksamkeit zu folgen. Also, dass ich als armer Schriftsteller und Federführer oder homme de lettres ein sehr fragwürdiges Einkommen genieße. Von irgendwelcher Vermögensanhäufung kann natürlich bei mir nicht die Spur zu sehen und zu finden sein. Ich stelle das zu meinem großen Bedauern fest, ohne indessen über die klägliche Tatsache zu verzweifeln oder zu weinen. Ich schlüpfe notdürftig durch, wie man sagt. Luxus treibe ich keinen. Das vermögen Sie mir auf den ersten Blick anzusehen. Das Essen, das ich esse, kann als hinlänglich und spärlich bezeichnet werden. Es ist Ihnen eingefallen zu glauben, dass ich Herr und Gebieter von vielerlei Einkünften sei. Ich bin aber genötigt, diesem Glauben und allen diesen Vermutungen höflich, aber entschieden entgegenzutreten und die schlichte, nackte Wahrheit zu sagen. Und diese lautet auf alle Fälle, dass ich überaus frei von Reichtümern, dagegen aber voll behangen von jeder Art Armut bin, was Sie die Güte haben und vermerken wollen. Sonntags darf ich mich auf der Straße gar nicht blicken lassen, weil ich kein Sonntagskleid habe. An solidem und sparsamen Lebenswandel ähnle ich einer Feldmaus. Ein Sperling hat mehr Aussichten, wohlhabend zu werden als gegenwärtiger Berichterstatter und Steuerzahler. Ich habe Bücher geschrieben, die dem Publikum leider nicht gefallen. Und die Folgen davon sind herzbeklemmend. Ich zweifle keinen Augenblick, dass Sie das einsehen und dass Sie infolgedessen meine finanzielle Lage verstehen werden. Der Herr Vorsteher oder Herr Taxator sagte: Man sieht Sie aber immer spazieren. Spazieren? Gab ich zur Antwort. Muss ich unbedingt, um mich zu beleben? Und um die Verbindung mit der lebendigen Welt aufrechtzuerhalten, ohne deren Empfinden ich keinen halben Buchstaben mehr schreiben und nicht das leiseste Gedicht in Vers oder Prosa mehr hervorbringen könnte. Ohne Spazieren wäre ich tot. Und mein Beruf, den ich leidenschaftlich liebe, wäre vernichtet. Ohne Spazieren und Bericht auffangen, könnte ich auch keinen Bericht mehr abstatten und nicht den winzigsten Aufsatz mehr, geschweige denn eine ganze lange Novelle verfassen. Ohne Spazieren würde ich ja gar keine Beobachtungen und gar keine Studien machen können. Ein so gescheiter und aufgeweckter Mann wie Sie darf und wird das augenblicklich begreifen. Auf einem schönen und weitschweifigen Spaziergang fallen mir tausend brauchbare, nützliche Gedanken ein. Zu Hause, eingeschlossen, würde ich elendiglich verkommen und verdorren. Spazieren ist für mich nicht nur gesund und schön, sondern auch dienlich und nützlich. Ein Spaziergang fördert mich beruflich und macht mir zugleich auch noch persönlich Spaß und Freude. Er erquickt und tröstet und freut mich. Ist mir ein Genuss und hat gleichzeitig die Eigenschaft, dass er mich zu weiterem Schaffen reizt und anspornt, indem er mir zahlreiche kleine und große Gegenständlichkeiten als Stoff darbietet, den ich später zu Hause emsig und eifrig bearbeite. Ein Spaziergang ist immer voll sehenswerter und fühlenswerter bedeutender Erscheinungen. Von Gebilden und lebendigen Gedichten, von Zaubereien und Naturschönheiten wimmelt es auf netten Spaziergängen meistens und seien sie noch so klein. Halten Sie es für ganz und gar unmöglich, dass ich auf einem weichen, geduldigen Spaziergang Riesen antreffe? Professoren die Ehre habe zu sehen, mit Buchhändlern und Bankbeamten im Vorbeigehen verkehre, mit angehenden jugendlichen Sängerinnen und ehemaligen Schauspielerinnen rede, bei geistreichen Damen zu Mittag speise, durch Wälder streife, gefährliche Briefe befördere
und mich mit tückischen, ironischen Schneidermeistern wild herumschlage? Das alles kann vorkommen. Und ich glaube, dass es in der Tat vorgekommen ist. Den Spaziergänger begleitet stets etwas Merkwürdiges, Gedankenvolles und Fantastisches. Und es wäre dumm, wenn er dieses Geistige nicht beachten oder gar von sich fortstoßen würde. Aber das tut er nicht. Er heißt vielmehr alle sonderbaren, eigentümlichen Erscheinungen willkommen, befreundet und verbrüdert sich mit ihnen, weil sie ihn entzücken, macht sie zu gestalthaften, wesenhaften Körpern, gibt ihnen Bildung und Seele, wie sie ihrerseits ihn beseelen und bilden. Ich verdiene mit einem Wort mein tägliches Brot durch Denken, Grübeln, Bohren, Graben, Sinnen, Dichten, Untersuchen, Forschen und Spazieren so sauer wie irgendeiner. Indem ich vielleicht die allervergnügteste Miene schneide, bin ich höchst ernsthaft und gewissenhaft. Und wo ich weiter nichts als zärtlich und schwärmerisch zu sein scheine, bin ich ein solider Fachmann. Ich hoffe, dass alle diese eingehenden Aufklärungen Sie von meinen ehrlichen Bestrebungen überzeugen und sie vollauf befriedigen. Der Beamte sagte: Gut. Und er fügte bei: Ihr Gesuch betreffs Bewilligung möglichst niedrig zu veranschlagenden Steuersatzes werden wir näher prüfen und Ihnen diesbezüglich baldige, abschlägige oder einwilligende Mitteilung machen. Für freundlich abgelegten Wahrheitsbericht und eifrig geleistete ehrliche Aussagen dankt man Ihnen. Sie dürfen einstweilen abtreten und Ihren Spaziergang fortsetzen. Dankeschön!